Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und danke schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es mal ein Thema, das eigentlich sehr wichtig ist im Fitnessbereich, und zwar ist das der Trainingsplan. Ich werde oft gefragt, was denn der beste Trainingsplan sei und welches die besten Übungen sind und ja, ob man sich irgendeinen Trainingsplan von irgendwo aus dem Netz oder irgendwo downloaden kann und dann seine Erfolge damit hat. Ja, meine Meinung dazu ist eigentlich, wenn man am Anfang steht und mit dem Training beginnt, sollte man mit dem Ganzkörpertraining beginnen. Das heißt, dreimal in der Woche Grundübungen. Über die Grundübungen mache ich dann auch noch ein Video. Dreimal in der Woche ein Ganzkörpertraining. Das heißt Beine, Brust, Bauch, Rücken, Arme, alles was dazugehört. Dreimal die Woche. Natürlich nicht so intensiv, dass man, wenn man am Montag das erste Training hinter sich hat, Muskelkater hat bis Freitag. Das ist natürlich nicht der Sinn davon. Denn wenn man das Ganzkörpertraining durchgezogen hat, eine gewisse Zeit, kann man mal umsteigen auf ein Oberkörper-Unterkörper-Split. Das heißt, ein Tag Oberkörper und ein Tag Beine und dann wieder Oberkörper und dann Beine und so weiter. Wenn man damit dann keine Fortschritte mehr hat, dann kommt der nächste Teil, dann kommt Push-Pull-Beine. Das heißt, an einem Tag alle drückenden Übungen für Brust, Bauch und so weiter. An einem Tag alle Zugübungen für Rücken, Schultern und an einem Tag noch die Beine, für also Beine komplett. Dann, wenn man mit dem eine Zeit lang trainiert hat und keine Fortschritte mehr sieht, obwohl ich sagen muss, das ist eigentlich ein sehr guter Trainingsplan, der Push-Pull-Beine, habe ich am meisten Fortschritte mitgemacht und würde das jedem empfehlen, den sicherlich gut und intensiv durchzuführen. Und erst dann, wenn man wirklich keine Fortschritte mehr sieht, dann kann man weitergehen und dann in den 4er-Split, dann 5er-Split, 6er-Split, 7er-Split. Das müsst ihr dann aufteilen. Könnt ihr aufteilen, wie ihr wollt, wenn ihr mal so weit seid. Weil sobald ihr wirklich so weit seid und mit dem 3er-Split keine Fortschritte mehr seht, dann seid ihr auch so weit, dass ihr euch einen eigenen Trainingsplan selber zusammenstellen könnt. Also wenn ihr mal so weit seid, habt ihr ziemlich sicher genügend Erfahrung gesammelt, dass ihr wisst, was nötig ist, was möglich ist in einem Trainingsplan, und dann könnt ihr dann von dem 3er-Split bis zu einem 7er-Split, das heißt täglich, trainieren. Und ja, das ist meine Meinung zu den Trainingsplänen. Eigentlich nicht schwierig. Nochmal in Kurzform: am Anfang Ganzkörper, dann Oberkörper, Unterkörper getrennt, dann Push, also Stoßen, Ziehen und Beine, wäre dann ein 3er-Split. Dann geht es dann weiter mit dem 4er-Split, 5er-Split und so weiter. Okay, ich hoffe, ich konnte euch etwas erklären über Trainingspläne und ja, den Rest wisst ihr, wie es läuft. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!